Die Schwenninger Tracht lässt sich ganz schön an dieser Hochzeitsszene erklären. Sie könnte so sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ereignet haben. Die hier dargestellten Puppen tragen alle die damals gängige Kleidung, nämlich die Tracht der evangelischen Bar. Es war damals üblich, dass der Bräutigam die Braut zur Hochzeit am Morgen abholte. Dort gab es dann die Morgensuppe. Das war eigentlich ein Umtrunk mit Rotwein, aber es gab auch Schinken und etwas Gebackenes und Kaffee dazu. Danach folgte dann ein Umzug zur Kirche und nach der Trauung ging es dann weiter in die Gastwirtschaft. Hochzeiten konnte man damals sehr groß feiern, denn im Gegensatz zu heute mussten die Gäste ihr Essen selber bezahlen. Es gab die große Zeche und die halbe Zeche. Die große Zeche war eine Art Flatrate, wo jeder so viel essen und trinken konnte, wie er wollte. Und die halbe Zeche bezog sich nur aufs Getränk für die Leute, die später zur Hochzeit kamen. Nun aber zur Tracht. Zur Männertracht, die ist hier sehr schnell erklärt, nämlich eine schwarze Lederhose, weiße Strümpfe, eine rote Weste, ein blauer Gehrock und ein schwarzer Hut. Im Vordergrund steht aber dann die Frauentracht, hier die Braut. Hier fällt vor allem der Silbergürtel auf und die Hochzeitskrone, die Schappel, die aus Perlen und Glasspiegeln besteht. Dazu getragen wird ein weißes Hemd, das an den Ärmeln gefältelt ist, und auf der Schulter ein weißes Tuch, das Goller, das mit Rüschen bestückt ist. Ein besonderes Merkmal der Tracht sind die roten Strümpfe und der darunter getragene knallrote Unterrock, der mit einer aufwendigen, wertvollen Bordüre unten versehen ist. Schauen wir dann die weiteren Personen hier in diesem Raum an, dann sieht man hier auch das weiße Hemd, das weiße Goller und die in die Haare geflechteten Bänder. Darüber wird ein eng anliegendes Käppli getragen, ebenfalls mit Bänder versehen. Die Frau am Fenster trägt ein schwarz gemodeltes Goller. Das trugen ganz gerne die älteren Damen. Wenn Sie mehr über diese Tracht erfahren wollen, insbesondere was sie mit der spanischen Mode zu tun hat, die im 16. Jahrhundert modern war, dann lade ich Sie recht herzlich zu einer Führung hier ins Museum ein.